Ihr habt's gelesen. Das war's für mein Abenteuerfahrzeug. Warum und weshalb, das erfahrt ihr jetzt. Herzlich willkommen auf backout.de. Also, ihr habt es gehört. Das war oder das ist das letzte Video von dem Abenteuerfahrzeug. Der Grund dafür ist einfach, dass ich denke, nach 6 Jahren ist es einfach an der Zeit, sich mal nach was Neuem umzuschauen. Jeder, der meinen Kanal verfolgt, weiß, was ich mit dem Fahrzeug alles schon veranstaltet habe. Ich verlinke euch das auch nochmal in den Infos. Die Entscheidung ist mir definitiv nicht leicht gefallen, da ja wirklich viele Abenteuer dranhängen, auch vor der ganzen YouTube-Zeit. Also wo es ja keine Videos von gibt. Ne? Aber warum ich mich jetzt genau von ihm trenne, ist eigentlich, ich habe wieder Bock auf was Neues. Wie gesagt, nach 6 Jahren kann man schon mal sagen, jetzt ist Zeit für was Neues. In dem Fall wird dann ein Abenteuerfahrzeug und Abenteuerauto 2.0 auf jeden Fall erscheinen. Ihr werdet da komplett dabei sein, bei sämtlichen Umbauten, bei allen möglichen. Genau. Mein Voyager hat jetzt runter knapp 179.000. Ist ein Baujahr 2004. Er hat mich die ganze Zeit nie stehen lassen. Ne? Also, ich hatte nie großartig Reparaturen oder irgendwas. Also nicht dass jetzt einer sagt, ja, dann... Nein, gar nicht. Und ihr wisst selbst, ich bin in Waldgebiete gefahren, wo normalerweise eigentlich Schluss wäre. Ne? Er hat es durchgehalten, auch wenn ich ihn geknüppelt habe, er hat mitgemacht. Deswegen, also ihr merkt, es fällt mir nicht ganz so leicht, mich von dem Fahrzeug zu trennen. Ich weiß auch noch nicht, ob ich es überhaupt verkaufe oder ob ich es in die Garage stelle und sage, ich hole es irgendwann wieder raus. Das weiß ich nicht. Wenn ich es verkaufen sollte, dann habt ihr natürlich die Möglichkeit, den zu erwerben. Er bleibt so, wie er ist. Na, also mit Dachbox, wenn ihr möchtet, dann das Vorzelt dazu. Genau. Es ist, wie ich schon sage, eine sehr schwere Entscheidung. Also auf der einen Art freue ich mich auf das Abenteuerfahrzeug 2.0. Auf der anderen Art bin ich so ein bisschen hin und her gerissen. Hier weiß ich, was ich habe. Was ich bekomme, weiß ich nicht. Na? Genau, das einfach mal so als kleine Info an euch. Na, nicht, dass ihr euch dann plötzlich wundert, wie jetzt Abenteuerfahrzeug 2.0. Na? Wie gesagt, was ich damit mache, ich weiß es noch nicht. Wenn ihr natürlich Interesse daran habt, der eine oder andere sagt, ja, nehme ich, dann würde ich das Fahrzeug genauso lassen, wie es in den Videos ist. Ich würde natürlich nur meine persönlichen Gegenstände rausnehmen, logischerweise. Ne? Ich würde das Funkgerät drin lassen, wenn da einer Bock drauf hat. Ne? Also ihr würdet ihn dann so erwerben, wie er hier steht. Ja, ich möchte euch jetzt auch nicht länger mit diesem kurzen Video, ich weiß, aufhalten, aber ich wollte euch einfach darüber informieren, dass es ein Abenteuerfahrzeug 2.0 geben wird, definitiv. Wie gesagt, ich weiß nicht, was ich jetzt mit dem Voyager anstelle, ob ich ihn doch behalte, irgendwo in der Garage stelle und irgendwann sage, okay, komm, wir machen was anderes Geiles draus, oder dass ich sage, ich verkaufe, das weiß ich noch nicht. Das steht also noch in den Sternen.
auf jeden Fall lasst mir ein Abo da, damit ihr die Videos von dem Abenteuerfahrzeug 2.0 nicht verpasst. Und was ganz wichtig ist, es kommt jetzt bald noch ein Video von meinem Zweitwohnsitz. Genau, also immer schön abonnieren und folgen. Ganz wichtig, weil so verpasst ihr nichts mehr. Damit wünsche ich euch eine schöne Woche. In diesem Sinne, träumt euch euer Abenteuer, lebt es.